Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr Lieben, ich wünsche euch von ganzem Herzen frohe und gesegnete Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Tage mit vielleicht im Kleinkreis oder auch vielleicht mit der Familie und habt ein paar ruhige und besinnliche Tage. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall von Herzen das. Und ja, ihr habt vielleicht in der Thumbnail schon gelesen. Heute gibt es ein ganz besonderes Video. Das habe ich mir, ich habe mir was bestellt und ich bin da gerade Feuer und Flamme für. Und ja, ich weiß, die Painter interessiert das vielleicht nicht ganz so, obwohl vielleicht ist der ein oder andere auch mit dabei, dass das vielleicht interessieren könnte. Aber ich denke, meine Perlensticker könnte das vielleicht interessieren. Und ja, ich habe mir was bestellt. Ich will gar nicht lang drum rumreden. Ich halte es nicht kaum noch aus. Ich habe mir eine Stickvorlage mit Thread, also mit Stickgarn und allem drum und dran bestellt. Und zwar bei Gecko Rouge. Ich muss dazu sagen, das Päckchen ist schon seit 2 Tagen bei mir. Und ja, ich habe es kaum ausgehalten, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen und habe gedacht, komm, ich mache das Video für Heiligabend. Und ich bin auch nicht dazu gekommen, das Video zu machen. Also heute ist wirklich Weihnachten, wenn ich das Video mache für euch. Und ja, hier ist das Päckchen. Ich habe es mir schon aufgemacht und reingeschaut, weil ich es nicht ausgehalten habe. Voll schön, es kam mit FedEx und es kam super schnell. Also ich habe die Sendenummer bekommen und 4 Tage später war es schon da. Also es ist aus England, kommt der Gecko Rouge, sitzt in England, in Hampshire. Und ja, also ich freue mich richtig. Und die haben geschrieben, ja, als ich die Bestellung gemacht habe, ich soll ihnen doch 30 Tage geben, um das fertigzustellen und zu verschicken. Und es war jetzt, ich habe es bestellt, ich glaube, 1,5 Wochen hat es jetzt gebraucht, inklusive Versand. Also nach einer Woche habe ich schon die Tracking-Nummer gekriegt und ich habe mich total gefreut, dass es jetzt vor allem noch vor Weihnachten gekommen ist. Jetzt habe ich noch ein paar schöne Tage Zeit, daran zu sticken. Weil wir haben nichts groß geplant mit der großen Familienaktivitäten haben wir nicht geplant, die kommen erst später. Und ja, darum habe ich jetzt schön Zeit, meine Hobbys zu frönen und einfach gemütlich zu machen, auf der Couch zu sitzen, zu sticken und Serie zu suchten oder ja, einfach es sich gut gehen zu lassen, zu painten. Mal gucken, nach was das Herz schreit. Aber ich denke nach dem Stickzeug hier. Ja, dann packe ich es mal aus. Es kommt hier in so eine wunderschöne Papiertüte. Das finde ich auch schon wieder total ansprechend, gell? Ich stehe ja total auf sowas. Ja. Einmal das weg. So. Und zwar ist da das Gecko Rouge. Ja. Und zwar, man konnte auf der Seite, ich verlinke euch natürlich alles unten in der Infobox, falls euch das auch interessiert. Man konnte dort aussuchen, die Stärke des Stoffes. Also ich habe 18 Count ausgesucht. Man muss dazu sagen, dass ich dieses Gecko Rouge, gerade dieses Bild aus einem ganz bestimmten Grund mir gekauft habe. Und zwar gibt es eine Dame, die auf Facebook das immer wieder postet, das Bild ihren Fortschritt und oh, jedes Mal denke ich, oh, das ist so süß und es kommt so schön raus. Und sie hat auch 18 Count. Ich habe es erst nur gefunden mit 28 Count und da habe ich gedacht, oh, 28 Count. Da muss ich mir erst noch eine Lupe kaufen. Und ich, ja, ich war mir so unsicher, ob ich mir das zutraue, 28 Count. Ne? Alles gut. Dann habe ich gesagt, habe ich noch mal ein bisschen rumgesucht und so und habe echt mit mir gerungen, erst das 28er Count zu kaufen. Und dann, zack, ist es mir über den Weg gestolpert, 18 Count. Irgendwie habe ich das, also ich habe da verschiedene Sachen gefunden. Also es gab dann einmal 28er Count und da konnte ich aber nur 28 auswählen. Und dann hatte ich das 18er gesehen. Ja, war irgendwie, ich weiß auch nicht,
die haben das irgendwie so gegliedert gehabt. Ich habe dann einfach nur nach dem Bild separat geguckt und geguckt, ob es da mehrere Varianten noch irgendwo gibt. Und tatsächlich gab es es dann. Ja. Und dann hatte man noch die Option mit Needleminder, also mit dem Nadelmagnet, Nadelhalter quasi. Und den habe ich mir bestellt. Den schauen wir uns jetzt mal an. Der ist so süß. Ja. Und zwar ist es dieser schöne Needleminder. Ist der nicht süß? Und was ich ganz cool finde, das hat so eine große Platte und der ist so eingefasst. Also das kann man hier so drehen, wie ihr sehen könnt. Und ich denke mal, dass man da gut, wenn man sie hat, den Fäden packt, also das ist ja unter dem Stoff, dass man das gut hier drunter machen kann. Bin ich mal gespannt. Also ich werde ihn aber auf jeden Fall benutzen für das Bild, ist ja klar. Gott, ist der nicht süß. Und das ist auch das Bild. Und zwar ist es dieser süße Otter von Luna Lane, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Genau, ich lese jetzt gerade hier, ob es hier unten drauf steht. Aber ja, wir packen es jetzt einfach jetzt mal aus, würde ich sagen. Also den legen wir auf die Sonne hier in so einem süßen Organza-Säckchen. Sehr süß. Okay, dann würde ich sagen, ich packe das mal aus hier. Ich finde es ja schon voll ansprechend hier mit dieser Schleife, ist wie so ein Geschenk, gell? Das mal auspackt. So, dann habe ich jetzt hier einmal die Garnkarten. Boah, Wahnsinn, wie viel Garn das ist. Seht ihr das? Ey, unglaublich. Hier ist dann auch nochmal die Adresse und hier ist auch die Internetadresse, oder? Nee, das ist die E-Mail-Adresse. Ja, ich verlinke es euch einfach unten, die Homepage. Genau. Da steht aber alles nochmal drauf. Hier steht einmal Fabric Thread Count 18 Count, genau. Resorted DMC Cotton, also wir haben DMC Garn. Strand Count 2 über 1. Ah, cool. Da steht schon drauf, wie man stickt. Also zweifädig über ein Kreuz. Black and White Chart with Instruction. Genau. Und da habe ich noch den Chart mit dazu bestellt. Also der ist ja mit dabei. Man hat dann auch die Option gehabt zum Pattern Keeper. Also die mit PDF. Und ja. Sehr, sehr cool. Oh, ich freue mich. Ah, cool. Schaut euch das mal an. Also wir haben jetzt hier einmal, haben wir hier eine Nadel. Und das ist auch eine stumpfe Nadel. Das ist ja cool. Ich habe mich, glaube ich, keine stumpfen Sticknadeln. Ich habe nur spitzige Sticknadeln. Ich muss mal da nochmal gucken. Ich glaube, da frage ich nochmal. Die liebe Vicky, oh, die ist so nett. Ja, liebe Vicky, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für deine Hilfe und deine tollen Tipps. Und zwar habe ich hier die Garnkarten und die Legende mit dabei, auch schön gut zu erkennen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das Garn mir sortieren soll. Ich habe mir solche Halter bestellt, die sind so viereckig, wo man das so reinmachen kann. Die sind aber noch unterwegs. Ich denke, so lange werde ich das Garn hier drin lassen. Sehr schön. Oh, schaut euch die Farben an. Es hat viel Grün und Türkis und so durch das Bild. Wisst ihr was? Wir schauen uns erstmal das Bild an. Hier haben wir den Stoff. Genau. Und zwar, das ist das schöne Bild. Genau. Und da steht es, genau. Luna Lane. Modern Art Cross Stitch Kit. Gekon Rouge. Und hier steht auch nochmal die Größe. Wir haben eine Größe von 18 Count, von 14,6 mal 18,61 Inch. Das kann man sich dann umrechnen in Zentimeter. Das werde ich auch so machen. Genau, ich habe mich auch mit der Vicky gesprochen, wie sie das gemacht hat, also wegen dem Anfangen. Aber dazu kommen wir vielleicht nachher. Und zwar, schaut euch mal das Garn an. Ist das nicht schön? Hier natürlich ganz viele Grün- und Blautöne.
Wahnsinn. Er hat mal ein bisschen Angst, dass sich das ja so verheddert. Streichel, streichel. Sehr schön. Oh, schöne Töne hier. Ich liebe ja so Mint-Türkis-Töne total. Oh, schön. Ah, das Herz. Ah, ich glaube, mich mit dem fange ich ja oben mich an. Hier. Weil ich will oben links anfangen. Ich habe ja schon gespickelt, also ich kenne das ja jetzt schon. Aber ich zeige es euch ja nochmal. Und hier habe ich nochmal extra Garn, da ist dann nochmal die Nummer mit dabei. Also hier zum Beispiel die 100 und hier einmal die 100 oder die 108. Und hier haben wir, Gott, hier haben wir auch die 108. Also da braucht man sehr viel, deswegen hat man hier hinten nochmal das restliche, die Garne noch angeknüpft. Also wunderschön. Total toll. Ich muss mal gucken, wie ich da am besten mit zurechtkomme. Oh, ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, dass sich das so verhuddelt. Wie, ihr könnt ja mal sagen, wie bewahrt ihr das Garn auf? Ich weiß, die liebe Vicky, die wickelt sich das auf Bobbins. Vielleicht mache ich das auch und hat es dann in der Kiste und braucht sie dann nur Stück für Stück einfach immer das rausnehmen. Aber ich habe mir jetzt halt diese Dinger geholt zum Drumwickeln. Und das einfach da drauf dann lassen. Ah, ich bin mir unsicher. Aber super schön, oder? Oh, schöne Farbe. Sehr schön. W. Ich weiß nicht, was das heißt. Weiß ich nicht. Dann haben wir hier den... seht ihr das überhaupt? Also ja, ja, jetzt. Den Stoff in 18 Count. 18 Count ist quasi die Größe der Löcher. Also es gibt ja auch 14 Count. Ich kann es euch mal zeigen. 14 Count ist dann so ein bisschen grobmaschiger. Und das ist feinmaschiger. Genau. So toll. Oh, Wahnsinn. Krass. Muss mal umrechnen. Also ich weiß, 12 Inch sind 30 Zentimeter. Und wir haben hier, was haben wir gesagt? Also 1 Inch sind 2,5 Zentimeter ungefähr. 14 Inch, dann haben wir ungefähr 12 Inch sind 30 Zentimeter. Dann sind 14,35 ungefähr. 14,35 und 18 sind dann 40 cm Pi mal Daumen. Bisschen mehr, weil es 18,61. Ja, sehr cool. Sehr cool. Also richtig, richtig schön. Ja, dann schauen wir uns mal die Anleitung an. Ich lege das mal hier auf die Seite. Also ich zeige jetzt mal so ein bisschen. Hier haben wir eine Anleitung in Englisch. Hier haben wir verschiedene Sticharten. Okay, das ist für 25 Easy Count, aber das habe ich ja nicht. Also ja. Das muss ich mir mal noch mal in Ruhe durchlesen. Das ist ja jetzt auch auf Englisch, da muss ich vielleicht noch mal gucken. Ah, hier haben wir schon die Tabelle von mit den Zeichen, das, was wir jetzt auch gesehen haben beim Garn. Die Legende. Und wir haben hier 118 Farben. Also ordentlich. Sehr schön. Ah, und dann kommt hier nämlich die Anleitung schon. Und hier sehen wir schon, hier haben wir das Herz hier oben. Und das haben wir ja gerade gesehen. Das ist dieser schöne Türkiston. Und da kann ich ganz viele Herzchen sticken hier erstmal am Anfang. Ja, das ist cool. Dann habe ich auch erstmal am Anfang
schon mal einen leichten Start, um mich reinzufügen. Ich meine, Kreuzstich ist ja für mich jetzt nicht ganz fremd. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, hier auch ein Stickset. Da sticke ich gerade so Elefanten, habe ich das Bild da. Ja. Und zwar habe ich hier diese süßen Elefanten und da bin ich jetzt hier gerade bei den Beinchen. Und ich übe gerade fleißig Fäden zu packen. Und ja, es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Aber jetzt will ich natürlich da weiter sticken. Und diesen tollen Stickrahmen, den habe ich von der lieben Tanja bekommen. Und der ist ganz, ganz toll. Oh, voll schön. Ich benutze den auch dann für das Gecko Rouge. Den werde ich hier wegmachen. ich will, manche sticken auch auf einem Q-Snap. Ich frage mich jetzt, was besser ist, Q-Snap oder Stick? Ich glaube, ich bleibe beim Stickrahmen. Ich habe bei denen jetzt den schönen hier. Und ja. Ja, und da werde ich mal schauen, was ich, ja, ich nehme den Stickrahmen. Ich denke, da brauchen wir eh eine Weile, bis man den dann versetzt. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Fäden peige oder ob ich sie im, ich glaube, Country Stitch heißt es. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Country Stitch heißt, dass man erstmal mit einer Farbe so weit stickt, wie man kommt. Und dann den nächste Faden. Aber ich habe am Anfang ganz viel, wie ihr gesehen habt, ganz viele Herzen hier oben. Hier habe ich ja dann ganz viele Stickherzen. Ja, hier oben ist ja ganz viel von dem Türkis und da habe ich ja erstmal von einer Farbe viel zu sticken. Genau, jetzt habe ich überlegt, wir legen das mal hier auf die Seite. Ich werde jetzt mal das hier mal kurz auf die Seite legen und dann können wir mal ausrechnen. Ich habe hier gerade mein... So, ich habe mir jetzt extra mal ein Tablet gekauft. Und dann können wir mal ausrechnen. Beziehungsweise, wartet mal, wir machen es nicht so. Und zwar gehe ich jetzt mal hier rein und suche mal... Inch Zentimeter, genau. Das schreibe ich mir jetzt mal auf. So. Sorry, dass ich jetzt hier nichts vorbereitet habe. Aber das schreiben wir uns jetzt mal auf. Und zwar da. Inch Größe haben wir ja. Also halt, ich wollte Rechner, Umrechner, Inch, Zentimeter. Also. Okay, Inch, ja, okay. Ich muss jetzt gerade gucken, wie es umrechnet. Und zwar haben wir, hier steht, 14,06. Sind 35,71 Inch. Also sagt man 14,06 sind, ich mache 36 Inch, Zentimeter. Und dann können wir das nochmal ändern und dann haben wir, was haben wir, 18,61. 18,61 47,2 6 cm. Ja, also lieber 1 aufrechnen, lieber 48 cm dann machen. Jetzt muss ich mal kurz zurück.
kann man das eigentlich zumachen. Ach, hab's falsch rum. Falsch rumstehen. So, machen wir das weg. Genau. So, dann haben wir einmal das hier. So. Und dann will ich jetzt mal ausrechnen, wie groß der Stoff ist. Und mal gucken, wo ist die lange? Das ist die lange Seite. Kann man mal ausmessen. Ihr seht jetzt die Enden nicht, aber das macht ja nichts. Ich messe jetzt mal für euch. Und zwar haben wir eine Stofflänge von 64 cm. 64 cm schreibe ich mir auch auf. Stoff 64 mal 64 mal 55. 64 mal 55. So mal 55 cm. Das heißt, ich kann mir dann ausrechnen, dass ich, jetzt muss ich mal den Stoff kurz, dass ich, also wo ich anfange. Also ich möchte ja oben links anfangen. Und jetzt habe ich die an der langen Seite 64 und mein Muster ist, sagen wir mal, 48 cm. Ich geb lieber ein bisschen mehr dazu. Das heißt, ich rechne mir jetzt aus, 64 minus 48. Machen wir mal kurz das Tablet. Rechner. Also ich rechne gerade hier nebenbei, nur dass das Bild jetzt nicht so dunkel wird durch das Tablet. Also 64 minus 48, 16 cm. Das heißt, ich habe in der Länge 16 cm mehr Stoff und in der Breite. Da rechnen wir jetzt aus, wartet mal. So, in der Breite haben wir ja unser Muster hat 36 cm und ich habe 55, das heißt 55 minus 36 ist gleich 19 cm. Also, und dann teile ich das durch 2, weil ich ja zweimal oben und zweimal unten habe. Sind dann 8 cm und bei 19 sind es 9,5 cm. Genau. Also dann weiß ich, ich kann mir an der Seite kann ich mir einmal in der Länge jeweils 8 cm machen. Also der Länge ist oben und unten 8 cm breit Platz lassen. Und in der Breite 9,5 rechts und links, also rechts und links. Quasi, wenn ich jetzt hier das Bild habe und das ist mein Bildnis, ist mein Stoff ja ein bisschen größer. Das heißt, ich habe hier oben 8 cm, ja, in der Länge 8 cm, also in der Höhe quasi, oben und unten 8 cm und rechts und links jeweils 9,5 cm. Um ganz sicher zu sein, kann ich mir das auch nochmal runterzählen. Wir haben hier auch die Stiche angegeben. Also wir haben 253 mal 335 Stiche. Und dann kann ich mir das auch nochmal runterzählen und gucke zur Kontrolle. Also ich messe mir das wahrscheinlich jetzt einfach ab, dass ich sage,
Okay, hier ist mein Stoff. Ich muss ja gucken hier die Länge, die Höhe. Jetzt machen wir hier mal die Breite. Ich will ja oben links anfangen, dass ich jetzt einfach mir überlege und dann sage, okay, ich möchte hier anfangen. Ich mache mir jetzt einmal hier, was haben wir gesagt, in der Breite 9,5. Machen wir einfach mal 9 cm und dann quasi in der Höhe 8 cm. Bisschen höher, 8 cm. Das heißt ungefähr, Pi mal Daumen, ich mache das jetzt noch genau. Das heißt, ich kann hier anfangen. Und zur Sicherheit, dann mache ich mir hier so eine kleine Stecknadel rein. Sagen wir mal, ich habe mir das jetzt ganz genau ausgemessen, also dass hier jetzt wirklich mein Punkt ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann nehme ich mir einfach hier meine Stecknadeln. Ach, Rutsch, pieks mich halt. Mit so ein kleines Kästchen. Also sagen wir hier, wo waren wir jetzt, ist egal. Also es ist nur ein Beispiel. Ich habe hier meinen ersten Stich. Das heißt, da wo die Nadel reingeht quasi, ist mein erster Stich. Und dann kann ich mir das nochmal abzählen, die Kästchen runter zu's. Und gucken, ist es auch richtig, wie ich es gemacht habe. Habe ich hier unten dann genug Platz? Und in der Breite kann ich es mir auch nochmal abzählen, wenn ich 100% sicher gehen möchte, ne? Und ja, ich glaube, das werde ich auch machen. Und ich habe ja keinen Easy Count. Also es gibt ja auch Stoff, der heißt Easy Count. Ich hole gerade einen Stift. Na, das ist schon nett. Ich habe hier nämlich einen ganz besonderen Stift, den ich jetzt nicht finde. Ah doch, da ist er da. Ja, da. Habe im falschen Dings geschaut. Und zwar dieser Stift hier, den habe ich euch ja schon mal gezeigt beim Perlensticken. Den kann man wegmachen durch Wärme, also einfach mit dem Föhn drüber und dann geht alles weg. Und mit dem werde ich mir das dann einzeichnen, hier die Linien. Funktioniert super. Wenn ihr aber sagt, oh, das ist mir zu kompliziert, ich möchte das schon vorgedruckt haben, dann gibt es auch einen Stoff, der heißt Easy Count. Da ist das ganze Raster schon angegeben. Das habe ich mir jetzt aber nicht bestellt. Und da ich jetzt gleich anfangen will, die Vicky hat es mir eigentlich gesagt, hat gesagt, hey, bestell dir nochmal Easy Count. Aber wartet mal, ich kann euch das mal zeigen. Ich habe so einen Stoff da, aber in 25 cm. Und da habt ihr eure Linien schon eingezeichnet. Das ist jetzt, glaube ich, ein Zweigelt oder wie der heißt. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den schon eine Weile. Aber da, genau, da ist nur 30 cm. Also den kann ich jetzt nicht benutzen. Der ist zu schmal. Wie ihr seht, das ist zu schmal. Und der ist auch der hat 25 Count. Den habe ich mir mal gekauft, das ist aber schon länger her. und da habe ich mir ein Bild selber gepixelt mit Stitch Art Easy 4.0 und da habe ich gedacht, okay, ja, das mache ich und ja, ging total nach hinten los. Ich hatte vorher noch keine Stickerfahrung große. Klar, man hat schon mal gestickt, aber das war dann, ich habe direkt Fehler gemacht und da ist aber so, das sind glaube ich 20 Kästchen, also da hat man 20 mal 20 Kästchen. Es gibt es aber auch in 10er Kästchen, also ja, und das macht es natürlich einfacher beim Sticken, weil natürlich die Vorlage auch so aufgebaut ist. Die Vorlage ist quasi auch hier, wie wir vorhin gesehen haben. Ja. Hier die erste Seite, kann man mal so die Hälfte reinzeigen, das ist kein Problem, ist hier auch in 10er Kästchen. Nur hier muss man aufpassen, weil hier sind 3 Kästchen oben und 3 Kästchen an der Seite, die man freilassen muss. Also man stickt dann erst nach 3 Kästchen hier quasi, lässt man den Rand. Ja, oh,
ich freue mich da jetzt heute anzufangen. Und das werde ich dann machen. Und werde dann heute anfangen zu sticken. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ist jetzt nicht ganz so langes Video. Das andere mache ich dann für mich, weil, wie gesagt, ich bin noch nicht so der Geübte. Ich werde natürlich hier auch meinen Rand absticken. Das mache ich immer nach der Technik, die mir die Sabrina gezeigt hat. So umsticken habe ich hier irgendwo. Nee, habe ich nicht. Oder? Habe ich hier? Doch. Und zwar habe ich hier von meinem Perlenstickbild, habe ich das auch hier so umstickt, seht ihr das? Aber der hier ist ganz weich und der Stoff, der hier mit geliefert wurde, ist etwas fester. Ja, aber ja, ich freue mich jetzt da anzufangen. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass es fest ist. Also, dann sieht man die Kästchen besser, finde ich, als wenn es so weich ist. Sehr schön. Ach, das wird Spaß machen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Also es wird immer mal wieder auch ein Kreuzstich-Video jetzt geben im neuen Jahr. Also ich werde jetzt noch ein Thema aufnehmen, obwohl ich finde, Perlensticken und Kreuzsticken, das ist ja so eine Sparte, so ein bisschen. Mit einem Stück mit dem Faden, mit dem anderen. Irgendwie gehört ja trotzdem alles zusammen. Diamond Painting, Kreuzsticken und Perlensticken ist ja irgendwie eine Familie. Es sind nur andere Materialien. Ja, genau. Okay, ihr Lieben, wie gesagt, ich wünsche euch heute noch ein schönes Weihnachtsfest. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal mir ein Feedback dazu da lasst. Ja, macht ihr vielleicht auch Kreuzsticken? Würde mich auch sehr interessieren. Und vielleicht stickt der ein oder andere auch hier diesen süßen Otter. Und ach, der ist so niedlich. Ja, ich freue mich richtig, den zu sticken. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.